Hallo, mein Name ist Nikoslowski und ich möchte euch in diesem Video die Unterschiede zwischen dem deterministischen endlichen Automaten und dem nicht-deterministischen endlichen Automaten im Bereich der Eigenschaften und der Arbeitsweisen näher bringen. Zunächst werde ich auf die Eigenschaften des deterministischen endlichen Automaten, kurz DFA, eingehen. Dem folgt dann eine nähere Betrachtung des nicht-deterministischen endlichen Automaten, kurz NFA. Zum Schluss werde ich diese beiden Formen der endlichen Automaten gegenüberstellen und Unterschiede hervorheben. Formal kann der deterministische endliche Automat als 5 Tupel dargestellt werden. Das Symbol Q repräsentiert die endliche Zustandsmenge. Die Zustände, die ich zur Verdeutlichung in dem Beispielautomaten rechts grün unterlegt habe, sind Q0, Q1 und Q2. Dieses sind Elemente der endlichen Menge Q. Das endliche Eingabealphabet wird von dem Symbol Sigma repräsentiert und beinhaltet jene Zeichen, die als Eingabe erlaubt sind. In diesem Beispielautomaten würde das Eingabealphabet die Symbole 0 und 1 beinhalten. Die Übergangsfunktion, kurz Delta, ist die Abbildung von einer Zuordnung von einem Zustand und einem Eingabesymbol auf einen nachfolgenden Zustand. Die Transitionsfunktion, wie die Übergangsfunktion auch genannt wird, habe ich in Form einer Tabelle dargestellt. Der Tabelle kann man entnehmen, dass der Automat beispielsweise in einem Zustand Q0 bleibt, wenn er in diesem Zustand das Zeichen 0 liest. Er würde jedoch beim Lesen des Zeichens 1 in den Zustand Q1 wechseln. Von dem Zustand Q1 kann er in den Zustand Q2 gelangen, sobald er eine 0 liest und beim Lesen einer 1 in diesem Zustand verharren. Beim Lesen einer 1 oder einer 0 kann der Automat von dem Zustand Q2 in den Zustand Q1 übergehen. Der Zustand Q0 ist der Startzustand und demzufolge Element der Menge Q. Den Startzustand erkennt man stets daran, dass entweder von außen ein Pfeil oder wie hier die Spitze eines Dreiecks auf ihn zeigt. Es gibt immer nur einen Initial- bzw. Startzustand. Anders als beim Startzustand kann es mehrere Endzustände geben. Diese Finalzustände sind Element der endlichen Menge f, die wiederum Teilmenge der endlichen Menge q ist. In dem Beispiel rechts liegt nur ein Endzustand vor, nämlich der grün unterlegte Zustand q1. Den Endzustand erkennt man anhand der zwei Kreise. Bei einem DFA spricht man von einem textgerichteten Matchverfahren. Dieses Verfahren verdeutliche ich durch ein Beispiel. Es liegt der folgende reguläre Ausdruck vor. TEO, Konkatenation, mit NITE, alternativ KNIGHT, alternativ NIGHT. Der zu lesende Text ist das Tonight unserer letzten Alternative. Nun wird der zu lesende Text durchsucht und sobald ein kleines T im Text erkannt wird, beginnt das Matching-Verfahren. Da der zu lesende Text Tonight gelautet hat, wird nach dem Lesen des Ts ein O gelesen und geprüft, ob dieses im regulären Ausdruck vorkommt. Dieses ist hier in allen drei Möglichkeiten der Fall. Als nächstes wird ein N gelesen. Somit scheidet die Alternative mit K-N-I-G-H-T aus und darauf folgend wird ein I gelesen, was von den zwei übergebliebenen Alternativen des regulären Ausdrucks unterstützt wird. Erst beim Lesen des Buchstabens G scheidet die Option mit NITE aus. Hier wird der Rest des zu lesenden Textes gematcht, nachdem nur noch eine Alternative des regulären Ausdruckes möglich ist. Wir sehen, dass ein H und abschließend ein T gelesen wird. Ich hoffe, dass damit die Eigenschaften des deterministischen endlichen Automaten und des dazugehörigen Matching-Verfahrens klar sind und wir uns nun den nicht-deterministischen endlichen Automaten zuwenden können. Genauso wie der deterministische endliche Automat kann der nicht-deterministische endliche Automat formal als 5-Tupel definiert werden. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen dem DFA und dem NFA ist, dass Q auch hier die endliche Zustandsmenge im 5-Tupel repräsentiert. In unserem Beispiel liegen die Zustände Q0, Q1, Q2 und Q3 vor, die hier allesamt grün unterlegt sind. Des Weiteren ist auch hier Sigma das endliche Eingabealphabet, das in diesem Beispiel 0 und 1 als Elemente aufweist. Die Transitionsfunktion Delta des NFA weicht allerdings von der des DFA ab. So bilden wir auf eine Menge von Zuständen ab, nämlich der Potenzmenge P von Q. Dem kartesischen Produkt der Zustandsmenge und dem Eingabealphabet wird noch die Menge, die das leere Wort enthält, hinzugefügt. Folglich sind sogenannte Epsilon-Übergänge bei einem NFA möglich. Dabei handelt es sich um jene Übergänge, bei denen kein Eingabesymbol gelesen wird und die in jedem Fall gegangen werden.
Die Übergangsfunktion habe ich auch wieder durch eine Tabelle näher beschrieben. Was fällt beim Betrachten der Tabelle auf? Wie bereits erwähnt, wird auf eine Menge abgebildet, sodass in der Tabelle ausschließlich Mengen von Zuständen auffindbar sind. Weiterhin gibt es für ein Eingabesymbol mehrere mögliche Pfade. Wenn im Zustand Q0 etwa das Symbol 1 gelesen wird, bleibt der Automat im Zustand Q0 und er geht in den Zustand Q1 über. Alle möglichen Übergänge werden bei einem NFA auch wirklich gegangen. Der Startzustand ist Q0, was wie nun bereits bekannt sein sollte, durch das drauf zeigende Dreieck zu erkennen ist. Der Startzustand ist auch Element der Menge der Zustände Q. Der grün unterlegte Zustand Q3 ist der Finalzustand und Element der Menge der Endzustände F. F ist wiederum Teilmenge von Q. Auch hier gilt wieder, dass ein NFA mehrere Endzustände haben kann. Das Matchverfahren beim NFA wird grundsätzlich durch den regulären Ausdruck maßgeblich beeinflusst, was euch durch das nun folgende Beispiel erklärt werden soll. Der reguläre Ausdruck ist der gleiche wie aus dem vorigen Beispiel, genauso wie der zu lesende Text. Diese Abbildung kann man nun entnehmen, dass es drei Optionen des regulären Ausdruckes gibt, die ein NFA quasi linear abarbeitet. Das bedeutet, dass in unserem Fall zunächst Option 1, dann Option 2 und dann Option 3 abgearbeitet wird. Es dauert entsprechend länger, bis der zu lesende Text erkannt wird. Um die Vorgehensweise näher zu erläutern, habe ich diese tabellarische Darstellung gewählt. Der NFA bedient sich des regulären Ausdrucks und sucht im zu lesenden Text nach einem T, was er auch findet. Anschließend wird von links nach rechts die erste Alternative des regulären Ausdrucks durch den NFA abgearbeitet und immer das gerade abgearbeitete Symbol mit dem zu lesenden Text verglichen. Kommt das Symbol im Text vor, rückt der NFA ein Symbol weiter. Das T, das O, das N, das I werden im zu lesenden Text erkannt. Doch nun folgt im regulären Ausdruck ein T, was jedoch im zu lesenden Text nicht gefunden wird. Es folgt ein Sprung zur zweiten Option. Der DFA muss zunächst zurück zum T und zum O, zu Beginn des regulären Ausdrucks. Die zweite Option scheidet vergleichsweise schneller aus als die erste, denn bereits der Buchstabe K kommt nicht in dem zu lesenden Text vor. Es folgt ein Sprung zur dritten Option. Auch hier muss der NFA erst zurück zum T und zum O und versucht dann, die dritte Option zu matchen. Hier stellen wir fest, dass jedes Zeichen im regulären Ausdruck mit dem zu lesenden Text übereinstimmt. Somit wird das Wort von dem NFA akzeptiert. Durch die Beispiele haben wir nun gesehen, dass der DFA ein sogenanntes textgerichtetes Matchverfahren aufweist und der NFA durch den regulären Ausdruck beim Matchen beeinflusst wird. Gehen wir abschließend noch einmal die Fakten durch. Bei einem DFA hat jeder Zustand immer einen von dort ausgehenden Pfeil für jedes Symbol aus dem Alphabet. Außerdem können auf den Übergangspfeilen ausschließlich Symbole aus dem Alphabet stehen. Ein NFA hingegen kann als Label auf den Übergangspfeilen zusätzlich zu Symbolen aus dem Alphabet noch das leere Wort haben. Ein NFA kann für das gleiche Symbol ausgehend von einem Zustand mehrere mögliche Übergänge haben. Und zu guter Letzt, die Übergangsfunktion eines NFA bildet auf eine Menge von Zuständen ab. Das war es schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch den Unterschied bei der Vorgehensweise verdeutlichen und möchte mich für das Gucken des Videos bedanken. Vielen Dank.